Leute, lausche auf und Augen auf den Monitor, denn es gibt sehr, sehr gute News rund um Blue Protocol, die uns Fans hier in Deutschland betreffen. Einige von uns werden nächste Woche die Möglichkeit haben, das Game zu testen. Und zwar könnt ihr euch jetzt anmelden für einen geschlossenen technischen Test. Wie das funktioniert, erkläre ich euch auf jeden Fall in diesem Video. Den Link zu der... Registrierung packe ich euch ebenfalls in die Beschreibung des Videos. Von daher schaut da auf jeden Fall nach. Blue Protocol ist wahrscheinlich das meisterwartetste MMO im Anime-Look, welches aktuell so existiert ist. Es wurde vor ein paar Jahren angekündigt. Seitdem es angekündigt wurde, höre ich immer wieder Leute, die einfach danach flehen und wirklich nur erhoffen, dass das Game endlich released wird. In Japan wurde es dieses Jahr bereits released. Wir müssen leider noch ein bisschen warten, noch ein bisschen geduldig sein bis nächstes Jahr. Und natürlich beginnt jetzt so langsam die Phase, wo erstens diese Tests stattfinden, wo zweitens irgendwelche Beta- noch stattfinden werden. Sei es geschlossene Betas, sei es offene Betas. Das heißt, ab jetzt wird es langsam interessant. Und wie gesagt, ihr könnt euch jetzt anmelden für einen Test nächste Woche. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Öffnet die Seite von Blue Protocol, scrollt ein bisschen runter dann zu den Neuigkeiten. Dann seht ihr hier schon, nehm, am geschlossenen technischen Test teil. Da klickt ihr halt drauf. Hier gibt es ein paar Beschreibungen, worum geht's, was ist der Inhalt, wann beginnt das Ganze und so weiter. Wir sehen, das beginnt am 8. November, geht bis zum 10. November, alles 23 Uhr. Also drei Tage lang könnt ihr ein bisschen durchsuchten. Hier könnt ihr könnt noch ein bisschen durchscrollen, euch noch so ein bisschen was durchlesen, was so der Hintergrund ist vom technischen Test und so weiter, wie man es sich denken kann. Es geht hauptsächlich erstmal darum, die Serverinfrastruktur zu testen. Also Disconnects ist mitzurechnen, irgendwelche Bugs, irgendwelche Lags, irgendwelche Anmeldeprobleme, vielleicht sogar Cues, weiß der Geier. Also rechnet einfach mit all dem. Rechnet nicht damit, dass es einfach das perfekte, fertige Game schon ist, sondern geht erstmal davon aus, dass das Ding erstmal ein paar Macken haben. Wird. Dafür ist es halt ein Test. Wenn ihr euch nun für den Test registrieren möchtet, klickt einfach hier auf Melde dich auf unserer Tester-Anmeldeseite an. Da klickt ihr einfach mal drauf. Dann landet ihr hier. Ich habe das natürlich schon getan. Hier oben ist ansonsten ein Knopf. Da drückt ihr drauf. Dann meldet ihr euch einmal an. Die brauchen natürlich eine E-Mail-Adresse von euch. Und dann habt ihr hinterher, ist das hier die Bestätigung, Anmeldung abgeschlossen. Und dass ihr zumindest im Lostopf seid. Beobachtet ab sofort eure E-Mail-Adresse, die ihr angegeben habt. Guckt auch in den Spam-Ordner. Nicht, dass da irgendwas drin landet und ihr überseht das dann. Und in der E-Mail wird genau Genau beschrieben sein was ihr dann tun müsst um am test teilnehmen zu können ganz ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen dass soweit ich weiß wird das game ja auch für konsole erscheinen dass dieser test nur für den pc ist also nur für die Leute, die halt auf dem PC zocken und halt auch Steam besitzen. Für den Newsletter müsst ihr euch natürlich nicht anmelden, wenn ihr an dem Test teilnehmen möchtet. Also das braucht ihr gar nicht erst anhaken, wenn ihr da nicht voll gespammt werden möchtet. Und wenn ihr hier noch ein bisschen weiter runter scrollt, seht ihr auch ein kleines FAQ mit so den wichtigsten Fragen. Tatsächlich finde ich das sehr, sehr gut. Denn was mich persönlich interessieren würde, wäre, wenn ich an den Test darf, darf ich das Ganze dann auch streamen und YouTube-Content dazu machen? Und die Antwort ist nein. Also kommt gar nicht erst auf die Idee, irgendwie Content davon auf Twitch, auf YouTube, irgendwie hochzuladen. Oder halt zu streamen, denn wenn das passieren sollte und die kriegen das mit, dann wird euer Kanal sicherlich gestrikt und der Content muss runtergenommen werden. Also passt da ein bisschen auf. Die Antwort ist hier auf jeden Fall gegeben. Es ist wirklich vertraulich. Es wird einen Vorab-Download geben. Das Ganze beginnt am 6. November, falls ihr dort in den Test reinkommt, falls ihr daran teilnehmen dürft. Dann gibt es halt sowas wie in welchen Sprachen. Das ist halt nur im englischen Text und Sprachausgabe. Kein deutscher Text, keine deutsche Sprachausgabe. Das ist aber auch nur für den Test. Ich gehe davon aus, dass die Vollversion später, wenn sie rauskommt, nächstes Jahr, Mindestens mit deutschen Texten daherkommen wird, weil nicht umsonst gibt es auch eine deutsche Version der Homepage. Ich gehe schon davon aus, dass sie das hier dann lokalisieren werden. Dann zum Thema Fortschritte, auch das kann man sich schon denken, aber es steht hier trotzdem schon mal drin, dass die Fortschritte natürlich nicht übernommen werden, was absolut Sinn macht und hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Das sind dann wohl so erstmal die wichtigsten Informationen rund um den ganzen Test von Blue Protocol. Also meldet euch auf jeden Fall an probiert euer Glück und selbst wenn ihr es nicht zocken wollt und ihr habt euch angemeldet und ihr bekommt Zugang, vielleicht könnt ihr den Zugang ja sogar weitergeben an irgendjemanden, der das Game wirklich mal testen möchte, mich zum Beispiel, auch wenn ich nicht weiß, ob man den wirklich weitergeben kann. Also vermutlich hängt das Ganze halt auch an der E-Mail-Adresse. Also von daher gar kein Stress, viel Erfolg, drückt euch die Daumen. Ich versuche auf jeden Fall reinzukommen. Ich kann euch zumindest dann vielleicht auf der Tonspur das ein oder andere erzählen, auch wenn ich nichts zeigen darf, dass man zumindest so einen Eindruck wiedergeben kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne nochmal die Situation des Spiels in Japan. Also in was für einem Zustand befindet sich das Game. Also dazu plane ich definitiv nochmal ein Video. Wann das kommt, kann ich euch noch nicht versprechen. Vielleicht nach der Testwoche und so weiter, wenn das halt irgendwie Sinn macht. Aber ja, auf jeden Fall ein Game, auf das ich mich freue. Auf jeden Fall ein Game, zu so das ich sehr, sehr gerne Content machen würde in Zukunft, wenn es denn wirklich Spaß macht und gut ist. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nochmal viel Erfolg bei der Anmeldung, dass ihr Zugang bekommt und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Und nun entlasse ich euch mit der alles entscheidenden Frage.